Was geht ab, Leute? Mein Name ist Swiss. Ich bin hier mit. Mach Vorsicht! Und wir treffen uns heute mit der Sippschaft Hamburg. Und es gibt die Jacken für die Sippschaft. Das heißt, ja, jeder bekommt seine Jacke. Alle, die bestellt haben, wir sind die erste Sippschaft, die sich offiziell gründet. Das wird auf jeden Fall cool. Ihr seid live dabei. Digga, willst du der Papa nicht mal Hallo sagen? Digga, ich hab. Ich hab Vorliebe. Guck mal, die Kühe. Alter, einmal die Pferde, Digga. Ich bin hier mit der Sippschaft Hamburg, vielleicht filmst du die mal? Yeah! Das ist Euphorie, wir sind die erste Sippschaft in... Die erste, aha, da kommt noch jemand. Wir sind die erste Sippschaft in Deutschland, die sich jetzt gegründet hat, offiziell. Und heute gibt es die Jacken für alle. Es wird ein bisschen wie Weihnachten, auf den... Welchen Tag haben wir heute? Es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass heute DJ der Wizard da ist und ich darüber sehr froh bin. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Leute, seid ihr bereit? Ja! Yeah! Okay, cool, dann gibt's die Jacken. Den Punk-Faschismus nach vorne treiben. Also Sippschaft ist eine Familie, da ist jeder für jeden da. Einer für alle, alle für einen. Wir sind alle gleich. Und das ist halt, dass es keiner irgendwie schlechter ist oder besser ist als andere, sondern wir sind alle gleich, wir sind alle Sterne. Sippschaft ist Familie. Und Swiss lässt hoffentlich noch so ein bisschen Kohle für uns rüberwachsen, dafür, dass wir das sagen. Weil Swiss einfach ein geiler Musiker ist, er geile Musik macht und das einfach viel bedeutet. Einstellung, die er hat, ja, passt alles. Bei ihm passt, Digga. Die Einstellung, die er zur Politik hat, was heutzutage sehr wichtig ist, finde ich sehr geil. Das kann man auch vertreten und es gibt einfach zu wenig Leute, die was dazu sagen. Er sagt die Wahrheit auch immer. Andere Prominente sagen, halten sich mal zurück zur Politik und so. Er sagt seine Meinung. Ich bin dabei, um Swiss zu supporten, um die missglückte Welt voranzubringen. Da kann sich jeder mit identifizieren, so jeder Mensch ist gleich. Die Musik ist einfach geil, wir wollen, dass es größer wird. Deswegen haben wir sind jetzt die erste Sippschaft in Hamburg. So, da kommt die Musik her und ja, wir wollen das voranbringen. Die missglückte Welt ist einfach die Welt, so wie sie ist erstmal. Aber die Gemeinschaft, die daraus entstanden ist, irgendwie die Leute, die das verstehen, die Leute, die zusammenhalten, so, das ist eigentlich das, ja, was das ausmacht, die missglückte Welt. Swiss und die missglückte Welt sind einfach seit 2-3 Jahren super wichtiger Bestandteil sozusagen in meinem Leben geworden. Sie haben sehr viele gute Sachen, mit denen man sich einfach identifizieren kann und haben wichtige Sachen auch zu sagen und da kann man sich eigentlich nur anschließen. Also es ist ganz klar, dass ich den Finger zum MW mache, weil meine Initialen sind M.W. Marc Wichmann. Deswegen, ich hoffe, das kommt auch gut rüber da. Ich werde mir das so hinstecken, weißt du? Ich werde so aus missglückte Welt werde ich so Marc Wichmann machen und dann so Steve da rein häkeln, also irgendwie so, aber es ist eine geile Jacke auf jeden Fall. Ich habe ja sonst nichts zu tun, Digga, deswegen bin ich hier. Und außerdem kenne ich Ted Cash. Auf die alten Zeiten sind wir hier, Alter. Chuck, Digga. Falls ihr nicht wusstet, woher dieser brutale Sound aus der Platte kommt, Sleepwalker, ne? Ja. Sowieso eine der ganz großen Leute in Deutschland und immer schon und lange schon. Aber wie er sich in die neue Materie reingefuchst hat, das ist auf jeden Fall Weltklasse. Und ich wollte dir auch einfach nochmal Danke sagen, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast. Und übelst, wenn ihr euch fragt, warum die Platte so krass klingt, das ist nicht selbstverständlich. Es liegt daran, dass der Mann sich wirklich... Wir zusammen haben uns in die Platte reingesteigert und die Latte höher gelegt. So. Und jeder, der die Platte hört und sie mit der ersten vergleicht und sich ein bisschen damit beschäftigt wird, merken, dass wir einen unfassbaren Quantensprung gemacht haben. Finger zum MW. Achso, ich kann das gar nicht. Marc Wichmann, stimmt. Wenn ihr euch fragt, warum wir die immer Geld haben, um diese scheiß Videos und so zu drehen, Ruby gibt uns immer das Geld. Deswegen aus seinem Privatvermögen finanziert er das Ganze. Wollte ich dir nochmal Danke für sagen. Gerne, Digga. Hier ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Ich bin sein Papa. Ich bin mein Sohn. Gib deinem Papa einen Kuss. 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 Guten Tag, meine
meine Damen und Herren. Ich sitze hier gerade bei meinem örtlichen Dienstleister und schneide die DVD zusammen. Gerade ist uns beim Blog eingefallen, dass viele Leute gar nicht wissen, wie das denn funktioniert, eine Sippschaft zu gründen. Das war übrigens der Tipp vom Dienstleister. Das geht weit über das Paket, was ich gebucht habe, hinaus. Aber der Dienstleister hat sich nicht lumpen lassen. Wie gründe ich eine Sippschaft? Also als allererstes bedeutet eine Sippschaft, dass man Pflichten und Rechte hat. Die Rechte, die man hat, sind zum Beispiel die, dass die örtliche Sippschaft, dass die schon vor Konzert zum Soundcheck rein darf, kriegt einen Kasten Bier, man schnackt ein bisschen, unterhält sich und so weiter und so fort. Es gibt dann auch Freikontingente für Sippschaften auf Tour, also Freikartenkontingente, solche Sachen. Und als Pflichten ist es einfach wichtig, dass eine Sippschaft am Start ist, was Promo und solche Sachen angeht. Jede Sippschaft braucht einen Postmeister. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt entscheiden, wir wollen im Ruhrpott richtig Promo machen, dann schicken wir, guck mal, so sieht übrigens harte Arbeit aus. Das kommt nicht vom Schrubben. Also keine Ahnung, wir wollen jetzt im Report Promo machen und schicken ein Promopaket zur Sippschaft nach Bochum, ja, an den Postmeister, dessen Adresse wir haben. Seine Aufgabe ist es dann sozusagen, diese Promo zu koordinieren, die Plakate zu verteilen, die Sticker, damit die Leute losgehen. Das Gleiche geht natürlich auch im Internet so. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass, keine Ahnung, dass du unbedingt auf der Straße rumhängen musst, aber es ist natürlich wichtig. All diese Sachen erfahrt ihr noch genauer in der Facebook-Gruppe Zeckenelite. Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, solltet ihr eine Anfrage stellen. Eine junge Dame wird sich dann bei euch melden und euch ein paar Fragen stellen, warum ihr denn bei uns reingehört. Und da findet ihr auch nochmal alle Infos, da könnt ihr euch mit Zecken aus eurer Umgebung, die es auch ernst meint, kurz schließen, wenn ihr Lust habt, die Sippschaft bei euch in der Gegend vorantreiben, weil diese Jacke, an denen verdienen wir nichts. Diese Jacken bestellen wir extra maßgeschneidert für jeden. Dann kann man mit mindestens 5 Mitgliedern eine Sippschaft gründen und kriegt dann zum Beispiel die Sippschaft Bochum Jacken, so als Beispiel. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht in die Zeckenelite, informiert euch da. Mein Name ist Swiss, ich habe die Schnauze voll, wir sehen uns. Denkt dran, YouTube, 18 Uhr jeden Sonntag, ist immer Missglückte Welt. Ich bin raus.